Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit City Skylines. Hier sind wir. Ah, ich hatte Staustart in den letzten paar Folgen und ich Trottel hatte ja Fahrzeug, die spawnen. Ausgemacht, also Fahrzeug, die, ja, also dass die Fahrzeuge verschwinden und das hat natürlich einen Megastau ausgelöst und ich habe ein paar Folgen gebraucht, um das zu kapieren. Naja, jetzt sind die Fahrzeuge auf jeden Fall wieder despawn an, ja, also natürlich gibt es auch dennoch Stau, kann passieren, aber dadurch hat sich halt super alles entwirrt und ich habe zwar immer noch Stau, aber ich habe schon Ausweichstrecken gebaut, damit das Ganze vielleicht mal irgendwann ein bisschen weniger wird. Wir werden sehen. So, was habe ich getan ohne euch? Und zwar habe ich zuallererst diese Brücke gebaut, die ich ja bauen wollte. Die ist jetzt hier und geht hier hin und hoch, damit die UPS-Leute direkt die Touristenviertel und so fahren können. Guckt, hier stehen sie auch schon. Die Lappen, ey. Ich muss irgendwann wieder die Kreuzung dingseln. Ich habe das hier unten nochmal ein bisschen verschönert. Ich habe hier die Straße lang gebaut. Es ist halt alles jetzt ein bisschen dunkel. Aber das war eigentlich ziemlich cool, deswegen... Wie auch immer, machen wir erstmal Play. Lassen wir erstmal laufen, damit es auch wieder Tag wird. Dann hatte ich auch das Problem, dass die Züge über still standen. Das hat natürlich auch nochmal für ein riesen Verkehrsaufgebot gesorgt. Und habe dann jetzt erstmal, ihr seht das Gott sei Dank nicht, einen riesengroßen Zugstreckenpark gebaut, den ich definitiv noch ändern werde, wenn ich dazu komme. Definitiv, wenn ich dazu komme. Auf jeden Fall fahren die Züge und es ist eigentlich egal. Ich baue die Schienen dann immer um, sobald ich in die Nähe baue. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir haben den landwirtschaftlichen Park gebaut. Und jetzt fehlen natürlich die Arbeitsplätze. Jetzt müssen wir mal auf jeden Fall eine Zugverbindung, mindestens eine Busverbindung hier hinbauen. Und ich glaube, wir bauen hier hin auf jeden Fall... Ich könnte tatsächlich eine Zugverbindung bauen. Oder wir bauen hier hin... eine U-Bahn-Ausfahrt. Aber zuallererst brauchen wir erstmal hier ein Taxi. Das geht ja auch schon mal. Taxi-Haltestelle. Und machen wir auch direkt eine Bus-Haltestelle. So, da sind wir. So, machen wir direkt... Was ist denn hier? Busdepot? Depot für Bio... Achso, das ist ja egal. Bio-Busse. Wer will das schon? So. Wir machen einen Hinweg und einen Rückweg. Vielleicht schaffen wir es diesmal tatsächlich. So. Fangen wir erstmal an. Und zwar, runterfahren. Richtig? Dann ist doch hier bestimmt irgendwo eine Haltestelle. Haben wir tatsächlich keine. Machen wir die erste hier hin. Die zweite. So, immer so ein paar Abfahrten später. Nehmen wir schön die Straße runter. Ich muss mir das unbedingt merken. So, einmal durchs Arbeiterviertel. Und dann, ja genau, hier hin. So, und dann hier hin. Ja, am besten hier. Wir müssen ja irgendwie wenden. Wir haben ja gar keine Wendemöglichkeit. Ach, das machen wir gleich. Wir können ja auch noch... Ich kann das jetzt nicht im Nachhinein noch editieren, ne? Doch, könnte ich ja, dann wird der Bus das wahrscheinlich schon machen. Hier hin. Hier hin. Ah, das reicht erstmal. Und wieder zurück. Den gleichen Weg zurück? Nein, einfach direkt zurück zum Hauptbahnhof. Und die gleiche Strecke zurück, richtig? Oder mache ich das jetzt falsch? Oder soll ich die gleiche Strecke zurück auch nochmal abfahren? Ja, eigentlich schon, ne? Hin und zurück. Bäm. Bäm. Machen wir es lieber so. Dann fährt der gleiche Bus hin und zurück. Genauso muss das sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das zu viel mache. Ich glaube schon. Aber scheiß drauf. Machen wir es lieber so. Wunderschön. Jetzt haben wir die Buslinie und jetzt brauchen wir noch eine U-Bahn. Ist ja scheißegal, ne? U-Bahn gehen eigentlich mal... Ne, U-Bahn fahren nur durch die Stadt, nicht irgendwo anders hin. So, die fährt... So hieß auch direkt der Taxistand. Da macht die U-Bahn nämlich hier direkt Halt. Bam. So, und dann fahren wir mal rund. Aber wollen ja nicht unbedingt nur kurvig sein. So, bang. So, und dann wollen wir... Ach, wir brauchen nur noch Zurück-U-Bahn. Die Zurück-U-Bahn.
Im Industriepark oder? Nö, die kann ja einfach hier wieder einbinden. Die hält nur die beiden Stationen lang an. Habe ich wieder super gemacht, ne? Ja. Ne, schon von hier oben, vom Hauptbahnhof auf jeden Fall. Wo ist er denn jetzt? Ne, von hier. Nach. Da. 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 Und wieder zurück. Bam. Warum eigentlich? Jetzt haben wir nur eine Strecke, ne? Ist schon ein bisschen blöd. Müssen es eigentlich auch noch andersrum machen. Je mehr Züge, desto besser. Mal von da. Bang. 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 Habe ich nur eine Haltestelle? Das ist natürlich hohl. So. Okay. Ich glaube, das brauchen wir sowieso irgendwann. So. Wir haben hier nämlich ein Arbeitsproblem. Die kommen alle nicht hier hin. So, hier haben wir die U-Bahn. Wir können hier so ein paar Landhäuser hinsetzen, ja? Ich meine, die wohnen doch bestimmt hier. So. Nächstes ein paar. Können wir hier auch direkt Wasser hinsetzen? Wenn die Grundschule wollen, müssen sie in die Stadt fahren. Meine Güte. Was ist das für eine Polizei? Beim letzten Mal schon so langsam gefahren. Polizeibus, meine Güte. Schon ein bisschen lahm. Bis hierhin. Aber hey. Einer weniger. Vielleicht wird das was mit den Arbeitsplätzen noch. Wir müssen ja auch noch... Ach, das haben wir ja schon erweitert. Oder wollten es probieren. Unser Dornröschenplatz. So. Irgendwann wird es wieder Tag. Ich hoffe, hier funktioniert alles. Wir haben immer noch hier irgendwie ein... Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Nicht genügend Kunden. Das Gebäude wird von zu wenig Kunden besucht. Sorgen Sie dafür, dass die Stadt genügend Wohngebiete gibt, die Geschäfte am Laufen halten. Ach, das sind die ganzen... Ja, aber das ist doch... Aber das ist doch Tourismus. Ach, guck mal hier. Oh, scheiße. Das ist dicht besiedeltes Dingensgebiet, genau. Hier sind keine normalen Wohnhäuser. Die gibt's hier nicht. So. Ist doch immer noch Tourismus. Ist richtig eingezeichnet, ne? Ja, das ist alles richtig eingezeichnet. Ich wollte auch mal unbedingt mit euch mal mein Siffenproblem lösen. Was ja eigentlich beabsichtigt wurde und nicht ein Problem darstellt. Meine braune Seuche. Ja, Operation Entschlackung. So, guck mal, hier fahren sie jetzt auch wenigstens ein. Also der Heisenberg, ja. Der, mein YouTube-Freund, der hat ja auch Cities gespielt oder spielt. Und der macht mehrere Frachthäfen. Ich muss das Ganze auch nochmal verschönern. Das ist einfach noch zu hässlich. Aber das wird noch. Das wird noch. Keine Sorge. Das wird noch. Ich habe jetzt geguckt, wie wir den Park machen. Ja, wir müssen dafür ein Gebiet machen. Und ich glaube, wir machen den Park hier rein. Den Stadtpark. Ich glaube, das ist eine super Idee. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen hoch ist, sähe das doch bestimmt noch cooler aus. Jetzt habe ich Schluck auf. Müsste auf jeden Fall ziemlich zentral liegen. Ich könnte auch hier so einen Wildpark hinmachen, aber nö. Scheiß drauf. So, es wird jetzt Tag. So, zuallererst muss ich hier stauen. Das Problem ist, wenn ich hier staue, weil ich weiß gar nicht, welche, wenn ihr Eisenbahnstrecken seht, die ihr noch nicht kanntet, also das kann hier überall sein. Ich glaube, hier haben wir eine, die mit dem Tunnel hier durchgeht und dann halt diese Strecke hier umfahren soll. Auf jeden Fall funktioniert es so ein bisschen. Irgendwie geht's halt. Und, guckt, wie das aussieht. Guck mal, die Züge fahren rückwärts. Aber na gut. Ich werde es noch verbessern. Keine Sorge. Ich mache hier mehrere Spuren, aber das war super kompliziert, die richtig gerade zu machen. Und ich glaube, ich muss das ganze Schienennetzwerk abreißen und mal neu machen. Ich glaube, das ist unser Problem.
So, das haben wir. Ich habe die Raketenspannenstartbahn, die wollte ich mal bauen. Katastrophenschutzeinheit. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall Nahrungsmittel für die Dingensbummens. Guck mal, hier stehen sie noch ein paar. Guck mal, hier sind noch Ampeln. Ich habe wieder Ampeln gefunden. Aber mein Verkehr ist nicht so schlimm wie vorher. Und alles, das macht eigentlich alles wieder gut. So. Die Brücke war auf jeden Fall eine gute Idee. Und ich habe auch umgesetzt so einen Katastrophenschutzbunker. Der war immer hier. Und da war da der Verkehr immer super komisch. Hier war der. Und habe den jetzt umgesetzt irgendwie nach hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo er ist. Oder nach zur Seite. Guck mal, da ist ein Hubschrauberlandeplatz sogar drauf. Geil. So, was ist da los? Warum geht da nichts hin? Ach, guck mal hier. So. Ich wollte ja eigentlich, dass das Ding jetzt woanders hinsetzen. Guck mal, hier könnte man noch Kleines reinsetzen. Hier sind ein paar Läden. Aber die bauen das da meistens nicht rein, ne? Guck, das besetzen die nämlich gar nicht. Pass auf, dann machen wir das mal weg. Aber es wird auch gar nicht benötigt, wirklich. Das ist auch so ein U-Bahn-Dingens. Guck, wie seine laufen. Guck mal, da landen sie sogar. Guck mal, hier überall so Hubschrauberlandedinger. Wir müssen auch einen Flugplatz bauen noch, das kommt noch. Jetzt habe ich erstmal den Verkehr Gott sei Dank so ein bisschen geregelt. Und mir fehlen überall Arbeitskräfte. Das ist halt echt ein Problem, ne? Ich muss mein Wohnbunkerviertel halt mal erweitern. Aber hier ist halt fast kein Platz mehr. Ich müsste hier könnte ich noch was hinsetzen. Ist die Frage, ob das reichen würde. Sonst müsste man halt meinen Wohnbunkerkomplex dingseln. Aber ich könnte das schon verändern. So, erstmal zuallererst Entschlackung. Operation Entschlackung wird eingeleitet. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das schief geht. Deswegen wünscht mir Glück. Ja, meine Damen und Herren, es könnte schief gehen. Entweder mache ich hier den Damm hin. Kann sein, dass hier alles unter Wasser geht, sondern diese Eisenbahnbrücke hier auf jeden Fall ein Problem hat. Ja, wir werden sehen. Aber ich glaube, wenn wir das hier machen, ist eine gute Idee. Wir werden sehen. Ja, besonders mit dem zusammen zu sagen, das ist eine gute Idee, ist auf jeden Fall niemals eine sehr gute Idee. Ah, das kann ich natürlich. Ja, muss ich mal kurz hier. Ich mache mal kurz Pause. Guck, wenn die Autos abstürzen würden und explodieren oder so. Muss mich mal beschweren. So, ist ein recht kleiner dann, ne? Ist gar nicht so hoch. Aha. So wäre er höher. Was, wenn ich ihn hier hinsetze? So. So. Bam. Wenn wir die Schlacke ein bisschen aufhalten. Warum das so niedrig ist, verstehe ich nicht. Ist das so die Maximalhöhe oder was? Das kann natürlich sein. Das müssen wir jetzt. Ach, das ist egal. Aber die Straße muss ich mal kurz anders bauen. Hier so. So, und die Schienen. Ich hätte auch im Tunnel bleiben können und dann erst raus. Aber wie gesagt, ist mir jetzt auch egal. Das wird irgendwann mal geändert, aber heute nicht. So, hier sollten ja nicht zu viele langfahren. Sonst muss ich die Straße wieder abreißen. Das ist ein Wirrwarr, ey, dieser arme Fluss. So, und los! Gucken wir mal. Gut, das ist alles drin. Der produziert vielleicht irgendwann mal Strom, wir werden sehen. Jetzt wird das Wasser gestaut. Jetzt gucken wir auch mal bei den Wasseraufbereitungsanlagen. Die ist halt da. Ist die Frage, ob die da gut platziert ist, aber ich meine, eigentlich bräuchten wir Pumpendienst. Wir bräuchten Frischwasseraustritt.
Ökowasseraustritt. Die grüne Alternative zu Ökowasseraustritt ist zwar kostenaufwendig, reinigt jedoch das austretende Wasser, sodass Verschmutzung reduziert wird. Der Austritt filtert das Wasser aus dem Abwassersystem und fordert eine Wasserpumpe aus dem... Okay. Haben wir doch diesen komischen Roboter. Hat man den nicht hier irgendwo? Hier. Da. Schwimmender Müllsammler. Ja, verringert die Wasserverschmutzung des schwimmenden Gebäudes, aus dem Wasser platziert werden. Setzen wir den jetzt erstmal hier hin zuallererst, ja? So. Eine schwimmende Müllinsel. So, und dann brauchen wir noch einen. Jetzt warten wir erstmal, bis das hier fertig ist. Oh mein Gott, zieht euch das mal rein, ja? Aber es ist gut. Ist nichts verschmutzt sonst wo. Oh, guck mal, die Abwasserrohre sind gleich unter Wasser, aber das ist ja eigentlich nicht das Problem. Ist da irgendeine Brücke unter Wasser? Nee, ne? Alles gut, guck mal hier. Das ist ja egal, das müsste ja eigentlich funktionieren. Das ist ja so... Oh Gott. Oh je, nicht überlaufen. Alles gut. Nicht überlaufen, bitte, bitte. Der Damm hält, drei Wettertaft. So. Ja, alles gut. Jetzt machen wir den Ökowasseraustritt, auch wenn er teurer ist. Weil wir haben genug Kohle. Ne, 22.000 ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so viel. Wir könnten auch unser Abwasser... Guck hier. Cool, das sind jetzt so Steine, habe ich vorher gar nicht gesehen. Wir könnten auch jetzt... Oh, es läuft über. Oh Gott. Pause. Oh je. Das war jetzt ein bisschen extrem. Scheiße. Mami, mein... Mami, mein Pool läuft über. Ja, da müssen wir gleich was wegmachen. Das müsste sich eigentlich irgendwann wieder fangen, aber wer weiß wann. So, okay. Okay, wir pumpen mir das... Oh Gott. Das wird die Hölle. Okay, mal gucken, was passiert. Es läuft immer noch über... Ah, oh Gott! Komm schon, es fängt sich schon irgendwann wieder. Es ist nur ein kurzer Rückstau. Oh Gott sei Dank. Nicht ausziehen. Wo schwimmt es hin? Wo schwimmt es hin? Versickert es? Oder nie wieder? Pass auf, wir machen einen neuen See. Und so entstanden Bauseen, mein Sohn. So. Soll es erstmal da versickern. Hier ist Maria. Meine Güte. So schön ist das Ganze doch nicht mehr hier, ne? Könnten die tatsächlich mal hier oben hinsetzen.
Jetzt läuft es auch wieder durch. Erst hat es gestaut und jetzt ist es angegangen, ne? Ach, guck mal, er produziert sogar Strom. Wunder. Ich weiß nicht, ob der Müllsammler... Wir müssen wahrscheinlich Öko-Austritt machen. Pass auf, wir müssen das mit dem Abwasser neu machen. Wir machen Öko-Wasser. Öko-Wasser, okay. Gucken. So. Und so, das hier kommt erstmal auch hier hin. Ist sowieso zu dicht, die Straße. So, dann bauen wir jetzt den Wasseraufbereitungsanlage. Und den Ökowasseraustritt. Der kommt hier hin. Aber direkt 7 oder 8, wie viel habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. So. Es geht einfach nicht ohne. Gucken wir mal. Play. Jetzt gibt es erstmal überall Probleme. Da hinten fehlt Strom. Öko-Wasser, laufe. Sehr schön. So, ein bisschen Filter drin wenigstens. So, müssen wir die hier wieder verbinden. So, und dann müssen wir unsere Dingensstraße wieder neu machen. Hässlich. Etwas besser. So. Dann hoffen wir mal, dass sich das irgendwann mal hier ausgleicht. Ich könnte noch eine hier hin machen. Aber vielleicht haben wir Glück und es wird irgendwann wieder blau. Ist schon ein bisschen besser geworden hier. Guck mal. Toll. So, dann brauchen wir jetzt mal ein paar. Wie viel Geld haben wir noch? Oh Gott. Oh, shit. Halt! Geht doch, oder? Nicht? Das macht schon ein bisschen ekelhaftes Wasser. So ist es ja nicht. Wahrscheinlich nicht so effektiv. Los! Pumpt! Pumpt die Scheiße in den Fluss. Pumpt die Scheiße in... Boah. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Ist das immer noch am Stauen, oder? Oh je, was denn? Hier hinten ist es höher als... Oh Gott. Okay, okay. Wie hoch das hier sein muss. Habe ich kein Geld mehr? Nicht genügend Erde? Muss ich irgendwo Erde wegmachen? Unfassbar, das gibt's doch nicht.
Ich erkenne nämlich jetzt nichts mehr. Jetzt ist Nacht. Toll. Jetzt geht's wieder so ein bisschen. Ich muss die Brücke neu machen. Oh, das fließt jetzt ab. Oh, ein Horrorszenario nach dem anderen. Hätte ich mal früher nachdenken können. Also, aber das hätte ich nicht gedacht. Echt nicht. So. Jetzt warten wir erstmal, dass das Geld wieder kommt. Also, Abwasser ist jetzt okay, ja? Oh. Puh, das haben wir. Hui. So, wir brauchen ein neues Arbeiterviertel. Ich würde sagen, das neue Arbeiterviertel wird hier entstehen. Ich habe doch ein paar Viertel gemacht. Ja. Das Vermin-Viertel könnte sein, dass das eine gute Idee ist. Oder wir machen es hier hin. Aber hier ist halt super Anbaustelle, ne? Dann ist das hier das Vermin-Viertel. Das Vermin-Viertel kriegt Richtlinien. Schule ist aus. Schule ist aus. Das ist halt blöd hier gemacht, aber was soll's. Und dann machen wir jetzt hier erstmal Wohndingens rein. So. Die Schule ist aus. So. Okay, meine Güte. Leute, ich muss jetzt erstmal wieder aufhören mit City Skylines. Wir haben ja diese Folge wieder tolle Sachen gemacht. Grandios. Aber es läuft, okay? Das Wasser muss halt ein bisschen... Ist halt, ne? Die Brücke ist halt ein bisschen niedrig. Es darf halt nur nicht regnen. Dann geht's, ja? Also, wie auch immer, sonst höre ich nie auf. Leute, bis zur nächsten Folge City Skylines. Oh Mann, ey. Wir sehen uns wieder. Haut rein.